Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-Strategiespiele und Zwergenfreunde zum großen Krieg gegen die Eisgolems. Nein, zu Spellforce 1, die Order of Dawn. Aber ja, großer Krieg hier, kommt gut hin. Wir werden nämlich hier von allen Seiten behagt, beschossen und sowieso. So, wir wollten hier eine Eisenproduktion errichten. Holz kommt ja genug rein. Was jetzt? Ich bin müde. Wo sonst? Gut, ihr könnt noch einen Hexaturm hier errichten. Obwohl, ja. Da ist er doof. Meister? Wenigstens kriegen wir einen Teil der Rohstoffe zurück. Ja, Meister. Hier ist er gut. So, überall wird gearbeitet, damit wir an Ressourcen kommen. Da kommt der nächste Frostgolem hier hoch. Und stirbt an unserer dichten Verteidigung. Aber da kommen wieder von da Frostgolems. Schon dabei. Ja, wir haben hier genug große Fläche eigentlich, die wir ausnutzen können. Auch für Wildschweinzuchten und so. Oh, da kommt mal wieder ein Eiserner angerannt. Der Frostgolem hat kein Interesse an uns. Okay, da kommen wieder ein paar Eiserne. Hier ein paar Frostgolems. Jeder wollte zu Beginn mal meine Arbeiter einfrieren. So, ihr macht mir mal ein mittleres Haupthaus. Hier oben hin. Ach, sie tun mir weh! Sie sind schon in der Stadt, Meister! Gerne. Okay, da hat's einen umgehauen. Meister, ein Überfall auf die Stadt! Meister, danke. Da haben wir Stufe 25 erreicht, hey. Nicht mal so schlecht.
Gut, ich könnte jetzt theoretisch den Rotholzbogen benutzen, aber... Okay, er macht mehr Schaden und hat etwas mehr Minimalschaden und hat eine höhere Reichweite, aber... Nee. Ich bin ungehörig. Was wollt ihr? So, das Haupthaus ist fertig. Dann bauen wir auch gleich mal das große Haupthaus. Schon dabei! Hier in der Gegend auf. Da kommt die nächste Schar Frostgolems. Wow, da kommt eine riesen Armee Frostgolems. Hier bin ich, Meister. Ja, Meister. Alles, was ihr schon wünscht. Da. Sie sind schon in der Stadt. Sie belagern ich unsere will Sterben! Nicht. Nein! Geht weg! Lasst mich in Ruhe! Hier oben wäre noch Holz und Stein. Meister! Ein Überfall auf die Stadt! Ich bin unwürdig. Sofort, sofort! Okay, den Turm müssen wir neu aufbauen. Sofort, sofort! Hier bin ich, Meister. Und hier dringend gegen die Golems. Alles, was ihr wünscht. Verstärkung. Das ist leicht. Was verlangt ihr? Ich gehorche. Danke. Da kommen jetzt Eiserne, da kommt noch ein Frostgolem angewatschelt, okay. Was jetzt? Gut. Schon dabei! Was jetzt? Ja, schon gut. Meister, wie kann ich dienen? Fertig. Habt Geduld, Meister. Die Geduld ist kein Problem. Wenn euch die Golems wieder angreifen und in Stücke reißen, dann habt ihr das Problem. Ja, ich bin nett. Ich weiß. Meister, das Gebäude ist ja schon da. So, großes Haupthaus. Fertig. Was jetzt? Dorthin also. Keine Rast. Gut. Ja, Keulenschnitzer werden benötigt. Und ja, den großen Fleck hier will ich für die Nahrungsproduktion offen lassen. Also errichten wir unsere Militärgebäude mal hier oben. Ich bin unwürdig. Das ist leicht. Alles, was ihr wünscht. Habt Geduld, Meister. Ich gehorche, Meister. Thank you.
Ja, so wie es aussieht, hatten die Golems jetzt gerade ihren Spaß. Nö, da kommen die nächsten. Ach, auf einmal können die Türme Golems einfrieren. Meister, das Gebäude ist unwürdig. Wäre schön, wenn das früher gegangen wäre. Runenkrieger, zu mir! Alles, was ihr wünscht. Standhalten, Männer! Golems sind zurück nicht so gut im Treffen. Was jetzt? So, jetzt als nächstes die Ruhmeshalle. Da irgendwo daneben. Na los! Hier bin ich, Meister. Ja, Meister. Ja, hier drüben die Eisernen, die immer auf uns zugerannt kommen, die sind nicht so das Problem. Das Problem sind in erster Linie wirklich die Frostgolems, die uns da angreifen. Ja, keine Last. Ihr baut einen neuen Holzfäller bitte hier auf. Ihr habt noch Holz zu fällen hier genug, so wie es aussieht, ja. Ihr geht auch da runter und fällt da Holz. Hier oben gibt es auch noch genug Holz. Das Gebäude ist einsatzbereit. Ist was? Verbesserung ist fertiggestellt. So, Blutheiligtum brauchen wir als nächstes. Das können wir euch hier in die Mitte setzen. Arbeit, immer nur Arbeit. Elfischer Edelholzbogen, oh. Also ja, man sieht, ich habe mich gegen die Eisgolems ziemlich gut gerüstet hier. Aber ich wollte gerade gucken. Zwölf bis... Reichweite ist okay. Ja, wenn ich Stufe 10 auf Bogen habe, also noch zwei Level-Ups, kann ich erstmal den benutzen. Der ist praktisch. Was verlangt ihr? Ja, Meister. Irgendwann komme ich hier wahrscheinlich gar nicht mehr raus.
So, ich sollte mir jetzt die 6 Orks schnappen und mit der Nahrungsproduktion mal anfangen. Na los!